Herzlich willkommen heute zu unserem zweiten Tag von unserer Finding Answers Summit zum Thema KI in der Marktforschung. Heute starten wir mit einem ganz anwendungsbezogenen Fall, aber es geht nicht nur darum, was ihr machen könnt, sondern eben auch, was möglich ist, was man zusätzlich nutzen kann. Thema: Wie kann denn Vision AI das Messen von Emotionen und Verhalten revolutionieren? Emotionen und Verhalten ist ja schon seit jeher oder zumindest seitdem ich in der Marktforschungsbranche bin, ein großes Thema, weil man eigentlich da rankommen möchte und es irgendwie nie so direkt messen kann. Insofern waren die traditionellen Methoden oftmals etwas begrenzt. Und jetzt kommt KI und kann es zum Beispiel mit Hilfe von einfacher Kameratechnologie ermöglichen, dass man ganz pragmatisch Emotionen misst, dass man Verhalten messen kann. Wir haben heute hier Michael Bartelt zu Gast. Er ist CEO und Mitbegründer von Tourney, einem Unternehmen, das mithilfe von KI-Videos analysiert und daraus Insights generiert. Und wir bekommen heute einen Einblick von ihm, was Vision AI uns heute bringt und was es in Zukunft bringen kann. Herzlich willkommen, Michi. Schön, dass du da bist. Hallo, schön hier zu sein. Du bist ja schon seit Jahren der Marktforschungsbranche verbunden, warst auch 3 Jahre lang Mitglied im BVM und hast dort also was heißt Mitglied, du warst dort im Bundesvorstand des BVM, noch genauer, bist also ganz tief in der Marktforschungsbranche drin. Wie wird denn deiner Meinung nach generative KI die Marktforschung verändern? Ja, also ich glaube, da gibt es viele Änderungen. Es ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ich Vorstand beim BVM war, aber dort war es so eine ähnliche Zeit. Ich hatte mich damals ja mit meiner Firma Hive zum Thema Innovation beschäftigt und da gab es auch ganz viele neue Methoden wie Crowdsourcing, Co-Creation Tools, Toolkits, Konfiguratoren oder die Netnografie. Das hat man unter New Market Research subsumiert. Und ich weiß noch, damals war das jetzt nicht überall besonders willkommen, weil es neu war, ungewohnt, vielleicht auch ein bisschen bedrohlich. Und ich wurde da gefragt, ob ich nicht dieses Thema New Market Research beim BVM mit vertreten möchte. Und was ich natürlich sehr gern gemacht habe, aber wie gesagt, das hat dann wirklich lange gedauert, also bis zu 10 Jahre, bis dieses Thema der New Market Research dann eigentlich so das Handwerkszeug nahezu aller Institute dann irgendwo geworden ist. Und es durchgeht dann immer so klassische Zyklen. Also zuerst wird man da so irgendwie belächelt, ignoriert zu solchen Themen oder zu solchen neuen Ansätzen und dann irgendwann setzen sich ja halt durch, weil sie einfach auch gefordert waren vom Kunden. Und ich glaube, so ähnlich wird es auch sein mit neuen Methoden, die KI-basiert sind, auch generative KI im Bereich der Marktforschung. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass es diesmal nicht 10 Jahre dauern wird, sondern vielleicht nur 5, 6 oder 7 Jahre, bis sich viele dieser Tools auch im Bereich der Marktforschung dann durchgesetzt haben werden. Sind wir schon aus der Phase des Belächeltwerdens heraus? Nee, teilweise noch nicht. Man sucht ja immer die Fehler oder was noch nicht so klappt und versucht sich immer diese Fehler herauszusuchen, wobei schon wahnsinnig viel klappt. Das heißt, so ganz aus dieser Belächeln-Phase sind wir noch nicht raus, aber irgendwie hat es dann doch jeder schon mitbekommen, dass das ernst zu nehmen ist, weil ganz viele Prozesse sich umgestalten werden, wie etwas generiert wird von Verpackungsdesigns, bis hin natürlich zu dem ganzen Marktforschungsprozess, also alles, was Research Insights betrifft. Ich meine, ChatGPT nimmt einem da schon einiges ab, was früher halt auch Monate gedauert hat. Du hast aber da nicht Halt gemacht beim Thema Marktforschung, sondern hast dann Tourney gegründet. Was war die Inspiration dahinter? Warum bist du in diese Richtung gegangen? Und das war ja weit bevor dieser ChatGPT-Hype unterwegs war. Ja, ich weiß noch, genau, ich hatte damals einen Artikel, ich glaube, das war in der MIT Sloan Management Review gelesen, zum Thema Affective Computing, so aus den 90er Jahren, im Wissenschaftsfeld. Da geht es darum, wie Computersysteme die Emotionen von Menschen lesen können. Und er hat mich eigentlich so fasziniert, dass ich dann eine Woche lang nichts anderes getan habe als gelesen, eigentlich 10 Stunden am Tag Fachartikel dazu.
und war mir sicher, dass der Bereich kommen wird und habe dann auch die Firma Tony dazu gegründet. Und im Wesentlichen geht es eben darum, dass Systeme, Roboter, digitale Systeme, Maschinen die Emotionen von Menschen lesen können und besser darauf reagieren zu können. Also sie bekommen eine emotionale Intelligenz und nicht nur diesen An- und Ausknopf, sondern können auf uns Menschen reagieren. Das kann das Auto sein, das eben versteht, oh, der Fahrer ist überfordert oder abgelenkt und da muss ich die Fahrerassistenzsysteme aktivieren. Das kann der Calltaker sein für den Notruf bei der Leitstelle 112, der wirklich einen ganz taffen Job hat. Da gibt es dann so eine Art Recommender-Systeme, die sagen, mach jetzt mal bitte eine Pause, Konzentrationslevel geht gerade runter. Das sind alles so Helferchen, die eben die psychologischen Zustände der Menschen berücksichtigen, um sicherer, effizienter agieren zu können. Und das ist eigentlich diese Mensch-Maschine-Schnittstelle. Also die Grundidee geht eigentlich weit über die Marktforschung hinaus. Und deswegen habt ihr Tony gegründet und weiterentwickelt. Bevor Genau. ich dich jetzt konkret frage, wie eure Technologie funktioniert und was man damit alles anstellen kann, ein Hinweis für alle: Ihr könnt gerne Fragen an Michi schon posten während der Diskussion und am Ende gehen wir die dann durch. Also rein mit euren Fragen. Aber jetzt zu dir, Michi. Was ist das Besondere an eurer Technologie? Emotionen kann man ja mit Hilfe von KI auf unterschiedliche Arten und Weisen erfassen. Also es gibt unterschiedliche Input-Variablen, beispielsweise die Stimme kann man nutzen und die Stimmfrequenz analysieren. Man kann biometrische Daten nutzen, insbesondere ist es die Herzratenvariabilität oder die Leitfähigkeit der Haut. Oder man kann eben die Mimik berücksichtigen. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf das Gesicht, also die Gesichtsanalyse im Bereich der Marktforschung, eben nicht auf Stimme oder auf biometrische Daten, sondern auf das Gesicht und auf die sogenannten Facial Expressions. Und es gibt es auch schon länger, es gibt ja ein System, das einordnet in Abhängigkeit davon, welche Muskeln man im Gesicht bewegt, dann eben eine Emotion abzuleiten. Das ist das sogenannte Facial Action Coding System, gibt es eben auch schon seit den 70er Jahren von Paul Ekman. Und die KI hat hier aber jetzt eben ermöglicht, dass das Ganze viel schneller und automatisiert funktioniert. Also man braucht jetzt keine Ausbildung mehr, was es eben früher gab, um diese Gesichter und dieses System zu kodieren, sondern das funktioniert eben automatisch. Und man kann auch nach unterschiedlichen Emotionstheorien vorgehen. Es gibt die sogenannte diskrete Emotionstheorie, die wir natürlich auch anwenden. Es sind so klassische Emotionsgruppen, also die Gruppe happy oder die Gruppe wütend, traurig, überrascht. Das sind die Emotionsgruppen, die können klassifiziert werden mit Wahrscheinlichkeiten. Oder es gibt die sogenannte dimensionale Emotionstheorie, die eigentlich alle Dimensionen, die ein Mensch so hat, oder alle Emotionen in zwei Dimensionen einordnet. Sind die positiv und negativ und ist der Mensch sehr aufgeregt oder sehr ruhig? Man kann alle Emotionen des Menschen dann da einordnen. Wenn du im Lotto gewinnst, was ist es dann? Naja, sehr aufgeregt und sehr positiv. Feierabendbier ist dann meistens auch positiv, aber eher ruhig. Und so kann man eigentlich alle Emotionen in diesen Emotionsraum einordnen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben jetzt nicht ein Algorithmus entwickelt, sondern es ist ein ganzes Ensemble. Und dieses Ensemble klassifiziert dann die Emotionen in diesen unterschiedlichen Theorien. Wir haben einen Algorithmus, der klassisches Eye-Tracking zusätzlich vornimmt, basiertes Eye-Tracking. Wir haben einen Algorithmus, der feststellt, ob man spricht oder nicht, weil das natürlich auch die Mimik beeinflusst. Wir haben einen Algorithmus, der die Head Post, das heißt, wo gucke ich hin? Das sind dann eher so Attention Features, das heißt, gucke ich auf den Bildschirm oder eben nebenher. Und das ist ein ganzes Ensemble, auch patentiert, das dann eben zusammengeführt worden ist, um insbesondere auch so kleine Regungen zu messen, sogenannte Micro-Movements. Also man muss nicht immer mit einem breiten Grinsen da sitzen, sondern man erkennt auch sehr geringe Bewegungen. Der Datensatz, den wir haben, ist auch
proprietär, nach bestimmten Regeln gelabelt, divers Richtung Alter, Geschlecht, Bildqualität, ethnischer Herkunft. Und so hat sich das Ganze eben zu so einer Gesamttechnologie zusammengeführt. Wir bieten es auch als Software wiederum an. Und ja, für dieses Gesamtsystem haben wir dann auch 22 war den Preis der deutschen Marktforschung erhalten. Ich glaube, das war auch das erste Mal, als ich auf euch so richtig aufmerksam geworden bin. Und danach haben wir ja auch zum Glück noch schon zusammengearbeitet. Und genau dahin kommen wir. Was sind denn die Anwendungsfelder im Bereich der Marktforschung, die du jetzt mit eurer Technologie klassischerweise bedienen kannst? Also der Klassiker ist einfach diese Online-Setting, also eine Online-Studie. Ein Proband sitzt vor dem Bildschirm, so wie wir beide jetzt, füllt irgendeine Online-Studie aus, kriegt zusätzlich dann ein Stimuli präsentiert, beispielsweise ein Werbespot oder ein Plakat oder ein Image-Video oder ein Trailer oder Regaltest eben. Wie wir Und dann gemacht werden haben, den die, ja. Regaltest. Genau. Und dann werden die emotionalen Reaktionen des Probanden auf diese Stimulis erfasst. Und das ist eben dann das intuitive, schnelle Feedback. Parallel läuft dann meistens noch ein Fragebogen, was jetzt ja eher das rationale, berechnende Feedback ist, also System 2 versus System 1, das schnelle Feedback. Und die beiden Dimensionen zusammengenommen, da kriegt man halt dann ein vollständigeres Bild, dass man eben rationales Feedback über einen Online-Fragebogen hat und eben auch das emotionale über jetzt die Webcam. Das Schöne ist, dass eigentlich der Proband es gar nicht merkt, weil die Technologie in sämtliche Online-Fragebögen oder Tools eingebunden werden kann und der Proband kriegt es auch nicht mit. Also da wird dann gefragt, Kamera aktivieren und so weiter, aber ansonsten kriegt er das gar nicht mit und dann hat man eben beide Varianten, rationales Feedback und emotionales Feedback, abgedeckt in so einer Online-Studie. Und damit ist man endlich mal einen Schritt weitergekommen, als wenn man es abfragen muss, die Emotionen, sondern man hat sie tatsächlich noch mal unbewusst gemessen und kriegt so eine breitere Grundlage. Das war zumindest meine Erfahrung, bei dem Projekt, was wir dort gemeinsam gemacht haben. Genau, also gerade beim Regaltest ist natürlich vom Eye-Tracking kennt man ja auch schön, dass man weiß, wohin der Proband guckt. Zusätzlich ist es natürlich jetzt auch noch möglich zu sagen, man weiß nicht nur, wohin der guckt, sondern auch, wie er sich gerade dabei fühlt. Also die Emotion kommt auch noch dazu. Und dann hat man die klassischen Fragebogenergebnisse ja auch noch, weil alles kann ich jetzt nicht über Kamera abdecken. Zum Beispiel passt ein Produkt zu der Marke, das kann ich nicht aus der Mimik lesen, das muss ich schon fragen. So, andere Themen sind Plakate, also es geht auch statisch. Da geht es eher so um die First Impression, die man daraus lesen kann. Auch ob man Probleme hat, einen Slogan auf dem Plakat beispielsweise irgendwie zu entziffern oder zu Wie könnt ihr verstehen. das feststellen? Durch Stirnrunzeln oder Ja, durch genau. Layouts betrachten? Genau, durch Stirnrunzeln. Meistens Okay. ist der Rat die Emotionsfamilie Focus, Anger, wenn man so die Ja. Augen zusammenzieht. Da kann man sowas feststellen. Und der Klassiker sind tatsächlich Werbespots. Also Aber wo du Werbespots. das gerade sagst, kannst du da auch was Konkretes sagen beim Thema Plakate? Muss es besonders einfach verständlich sein oder einfach lesbar sein? Was sind so die Learnings an der Stelle? Ja, das sind aber klassische Designvorschläge, die gibt es, glaube ich, in jedem Lehrbuch. Ja? Die Frage ist, dass nicht jeder Slogan tatsächlich sofort verstanden wird und das kann man deutlich erkennen, ja, wenn es ein bisschen komplizierterer ist. Und die First Impression ist auch, man sieht, wie lange es dauert, bis so die erste emotionale Erregung kommt. Das nennt man den sogenannten Hook. Der ist auch bei Werbefilmen entscheidend. Ja, wie lange braucht man, bis die erste Emotion, egal ob positiv oder negativ, auftaucht? Und bei Werbespots im Vergleich zu Plakaten hat man natürlich den Vorteil, dass es nicht statisch ist, sondern dass da halt eine Story läuft. Und dann sieht man so das emotionale Profil während des Werbespots, kann gucken, welche Szenen wirken, welche wirken nicht, wo kann ich kürzen, hört der Werbespot gut auf, um den Memory-Effekt zu aktivieren. Das ist dann die sogenannte Peak-End-Theorie, kennt man auch im Falle von Kahneman, damit sich der Werbespot natürlich besonders gut einprägt. Und so hat man hier eben so Gestaltungsmöglichkeiten.
den Werbespot auch in der Entstehungsphase noch zu optimieren. Klingt spannend und sinnvoll. Ja. Was macht ihr noch? Ich habe gelesen, ihr macht was mit der Deutschen Bahn. Das ist aber ein ganz anderer Anwendungsfall, oder? Ja, das ist ein etwas anderer Anwendungsfall, weil in der Marktforschung hat man den Vorteil, dass man die Einwilligung des Probanden bekommt, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das hat man in der freien Wildbahn ja selten. Das heißt, wir haben neben dieser Perspektive dieses Close-ups, also dass man das Gesicht analysiert, auch weitere Perspektiven, Kameraperspektiven dazu genommen. Zum einen die sogenannte Totale, das heißt, das ist ein Mensch im Raum, beispielsweise ein Mensch im Supermarkt, der so abgebildet ist, so vorm Regal steht, oder ein Mensch in der S-Bahn, ja, der eben dann auch von der anderen Perspektive analysiert wird. Oder auch große Menschenmassen ist dann so der Supertotale. Bei der Deutschen Bahn geht es tatsächlich darum, die Kameras, die sowieso schon verbaut sind aufgrund der Videoüberwachung in S-Bahn, zu nutzen, um zusätzliche Informationen zu gewinnen. Mal so über den, unter dem Überbegriff Fahrgastzählung 2.0. Das heißt, wie lange sind Menschen im Zug? Wie viele Stationen fahren sie? Wo ist voll? Wo sind noch Kapazitäten frei? Wie kann ich die Disposition verbessern? Wie kann ich den Ein- und Aussteigeprozess beschleunigen, damit es weniger Verspätung gibt? Kann man Verschmutzung erkennen? Kann man den Leerstand prüfen? Das sind all solche Themen. Wichtig ist natürlich hier auch Datenschutz, dass alles vor Ort anonymisiert wird und in Echtzeit ausgewertet wird. Da wird nichts in die Cloud oder so geschickt, sondern das ist wirklich auf einer Rechnereinheit in einem Zug. Und das ist natürlich höchst spannend, weil man hier ganz neue Analytics hat mit Kameras, die eh schon verbaut sind. Auch im Retail-Bereich, wenn ich an Supermärkte denke. Der eine Anwendungsbereich ist immer Videoüberwachung. Der andere wären solche Analytics mit der Vorgabe, dass es datenschutzkonform läuft und eben anonymisiert wird und aggregiert wird und dass man solche Daten dann eben auch bekommt. Was ist denn konkret der Output? Beispielsweise im Handel? Im Handel kann es sein, auch hier Attention, wenn ich jetzt Stichwort Retail Media, schaut jemand auf irgendeine Promotion, die man da hat oder nicht, Wartezeiten an der Schlange, wie lange halte ich mich vor bestimmten Regalen auf, wie schaut eine Shopper Journey aus, also ich laufe immer durch den Supermarkt und wenn ich in weniger als 5 Minuten fertig bin, super. Andere brauchen halt 20, 30, 40 Minuten. Da gibt es unterschiedliche Shopper-Typen, die man hier auch hat. Und das sind dann eigentlich die Analytics, die man hier ziehen kann und natürlich auch auswerten kann. Das heißt, zur Shop-Optimierung oder wofür nutzt man das dann konkret? Beispielsweise zur Shop-Optimierung, zur Auslastungsoptimierung, zum Thema Retail Media, was einfach ein großes Thema im Moment ist, Digital Signage Optimierung. Also da gibt es wirklich also fast unerschöpfliche Use Cases auch im Retail. Bisher eben größte Herausforderung war und ist immer das Thema, das Ganze datenschutzkonform zu machen, weil man hier nicht unbedingt immer die Zustimmung der Gäste hat oder der Shopper. Da kommt man dann jetzt eher in das Datenschutzthema rein. Sowas wie berechtigtes Interesse, Diebstahlschutz ist schon ein Grund, Daten zu verarbeiten. Aber rein nur Analytics zu haben, das ist noch nicht genug. Also das muss dann wasserdicht sein, was die Anonymisierung betrifft. Gibt es da, also wie macht ihr das? Also wie stellt ihr sicher, dass es wasserdicht ist? Also erstens muss man, ich glaube, man muss sich schon sehr gut im Thema Datenschutz auskennen. Jetzt bei Thema Marktforschung und Einwilligung in Studien ist es jetzt nicht so das Problem. Das ist dann, ich glaube, Paragraph 6 Datenschutzgesetz 1a mit der Einwilligung. Bei anderen Themen muss man dann schon teilweise in mehrmonatigen Prozessen Zweck, Umfang, Rechtsgrundlage diskutieren mit den Datenschutzverantwortlichen der Firmen.
bis hin mit Konsultationen bei den Datenschutzbehörden, ob man sowas machen darf. Und für uns war das auch ein Weg in die Richtung Privacy Tech zu gehen, das heißt Anonymisierungsverfahren auch technisch zu entwickeln. Für uns das Thema Datenschutz mehr und mehr so ein Feature geworden ist und jetzt nicht irgendwie ein Hindernis, sondern da geht es auch darum, technisch darauf zu reagieren. Wie kann man anonymisieren, damit eben keine personenbezogenen Daten erzeugt werden, die dann auch nicht unter die DSGVO fallen? War das Und auch das Vorgehen, was ihr dann bei der Bahn verwendet habt? genau, da sind dann die ersten Prototypen in die Richtung entwickelt worden, wurden auch vorgestellt in den ganzen Testzügen dort auf der InnoTrans Zukunft Nahverkehr. Aber das ist so ein langer Prozess. Eine Schiene ist immer Technik oder Technologie und die andere ist immer Datenschutz. Und die müssen parallel laufen, weil die sind ähnlich lange. Also Datenschutz ist nicht mal so abgehakt, wenn alles andere fertig ist, sondern das muss länger parallel laufen. Du hast uns jetzt ein paar Anwendungsfälle schon genannt. Gab es auch welche, die dich selbst überrascht haben oder wo du sagst, hey, das ist nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen, als ich es vorher als klassischer aus der Marktforschung stammender gedacht hätte? Ja, also viel kam tatsächlich auch aus dem Bereich Events und Entertainment. Ja. Also kommen wir aus dem Bereich ja Marktforschung und Analytics. Da ist schon spannend. Also da geht es auch um große Musikfestivals mit einigen 10.000 Besuchern. Und da geht es auch hier darum, Emotionen erfassen zu können und diese Emotionen der Zuschauer umzuwandeln in Lichteffekte, in Soundeffekte, also in groß angelegte. Und das sind natürlich Anwendungsfälle, die eigentlich eher mit der Experience zu tun haben und jetzt weniger Analytics. Aber da werden dann eben Licht-Soundeffekte gesteuert. Und das ist natürlich dann schon spannend, wenn man so in die Entertainment-Technik auch ein bisschen einsteigen kann. Da geht es also wirklich um Freude an der Stelle. Ja, und so Und Immersive Experience ist ja. immer der Begriff. Das heißt, dass man da wirklich eintauchen kann und dass auch das Publikum und die Aktionen des Publikums eben übersetzt werden und eins zu eins auch umgesetzt werden in Licht- oder Soundeffekte. Ja, das ist Vielleicht sollten wir darüber auch mal in der Marktforschung nachdenken, ja. wie man etwas mehr unterhalten kann an der Stelle. Aber wieder zum Thema Marktforschung. Wie siehst du denn dort die Zukunft für euch, für eure Technologie, beziehungsweise überhaupt für Vision AI? Was ist da noch zu erwarten oder wird sich stärker etablieren? Also ich glaube, es gibt zwei Entwicklungen. Die eine hat ja schon angesprochen, das ist das Thema Privacy Tech oder Privacy Tech. Also Datenschutzkonformität ist ein ganz großes Thema. Und da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Stellschraube. Ist ja auch noch nicht alles schwarz auf weiß. Und da gibt es noch viele Grauzonen. Und was die Datenschutzbehörden sagen, ist jetzt auch nicht immer Gesetz, sondern halt auch häufig nur eine Meinung, die nicht immer dann juristisch durchgefochten ist. Aber das Thema Privacy wird uns begleiten, definitiv. Das andere Thema ist die Güte der Klassifizierung, weil wenn man so in die KI-Welt schaut und jetzt so viele Beispiele sieht, also viele der Anwendungsbeispiele sind da jetzt noch nicht auf riesigen Datensätzen trainiert. Das ist teilweise recht rudimentär, weil es halt auch die ersten Schritte sind. Da wird uns in den nächsten Jahren das Thema Güte der Klassifizierung definitiv beschäftigen. Also da muss man sehr ins Detail gehen. So ein Stichwort ist hier auch Edge Cases, also Sonderfälle. Und bei KI geht es sehr häufig um Sonderfälle. Vielleicht auch mal so ein Beispiel von der Deutschen Bahn. Wenn es um die Zählung von Personen geht und man hat Personen, Fahrgäste im Zug, dann kommt es halt häufig vor, dass die Personen in der Scheibe gespiegelt werden. Die Kamera nimmt beides auf und zählt die Leute dann teilweise doppelt, was nicht sein darf bei einer Fahrgastzählung, die ziemlich genau sein muss. Insofern, das sind solche Edge Cases, die muss man lösen, kann man auch lösen. Aber die gibt es überall in allen Anwendungsfällen und dann häufig ist es ja so, dass er sagt, wow, das kann so viel und hat aber dann sehr schnell ein paar dieser Edge Cases, wo man sagt, ja, funktioniert ja doch nicht.
Aber darum wird es gehen, die Güte der Klassifizierung zu verbessern in den nächsten Jahren. Also eigentlich auch ein Qualitätsthema, was uns in den nächsten Jahren sicherlich beschäftigen wird. Also ihr existiert quasi und es geht jetzt immer darum, die Qualität noch weiter zu steigern. Genau, weil der Kontext ist ja auch anders. Also ein Supermarkt ist was anders als ein Büro, ist was anders als eine S-Bahn, ist vielleicht was anders als ein Elektronikfachmarkt mit 10 Meter hohen Wänden. Die Settings sind unterschiedlich. Insofern braucht es ja für jedes Setting auch eigene Algorithmen, die in diesem Setting die Analytics zur Verfügung stellen. Und da muss man immer Hand anlegen. Da gibt es jetzt nicht einen Algorithmus, der für alle Settings passt. Noch eine Frage zum Schluss. Wir machen ganz viel Innovationsforschung bei uns. Wie kann denn da generative KI beziehungsweise auch Vision AI unterstützen? Ganz konkret, was sind so deine Lieblinge? Was oder was wird dort passieren? Das ist eigentlich ganz spannend. Also ich glaube, so im Innovationsprozess, das ist ja so der klassische Prozess von Recherche, Ideenfindung, Ideenumsetzung, Ideenbewertung. Dort kann es in allen Bereichen helfen. Wir hatten da mal ein Projekt aus unserem Innovationsmanagement nachgespielt. Und zwar ging es ja damals darum, eine neue Kategorie an Deos zu entwickeln. Die kennt man heute unter den Deos, die keine Flecken mehr auf Kleidung machen. Marktforschung damals war so der Online-Community-Analyse, kann man heute sehr gut auch und viel schneller über ChatGPT abbilden. Dann ging es eigentlich um die Ideenfindung. Das heißt, wie kann man dieses Problem lösen, kann auch über KI geregelt werden. Wir hatten dann verglichen Lösungsideen mit der Uni Innsbruck zusammen, die von Menschen generiert worden sind, versus eben von der KI, wo es keine signifikanten Unterschiede gab. Also das konnte man nicht unterscheiden. Dann die Verpackung selber oder die Deos selber kann man virtuell erstellen lassen, was auch kein Problem ist. Wo es noch ein bisschen hakt, ist dann die Bewertung, wobei ich glaube, das wird auch in Zukunft gelöst, wenn es um synthetische Panels geht. Das heißt, wie kann ich sowas abdecken, wenn ich sage, wie würde eine Altersgruppe zwischen 20 und 40 weiblich so ein Deo finden oder nicht? Funktioniert auch, aber noch nicht besonders gut. Was ich damit sagen will, dass eigentlich der gesamte Innovationsprozess abgedeckt werden kann mit KI-Tools, unterstützt, teilweise ersetzt. Und auch so in dem Bereich Entrepreneurship, Startups. Ich meine, sowas wie ein Business Canvas oder ein Pitch Deck kann man sich heute auch wunderbar erstellen lassen. Da braucht man also man hat viel, viel weniger Aufwand, um sowas zu tun und kann sich dann um andere Themen kümmern. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oder das haben wir gestern auch schon ganz oft gehört, dieses, man kann auch mal über was anderes genauer nachdenken. Gut, die Zeit ist jetzt fast rum, aber wir haben noch ein paar Fragen bekommen. Darauf möchte ich gerne eingehen. Und zwar kam gerade die Frage, welche Voraussetzungen sind denn nötig, um Tools von Tony zu verwenden oder um Vision AI zu verwenden? So gut wie keine. Also wir sind kameraagnostisch. Also es funktioniert mit den CCTVs im Supermarkt genauso wie mit einer GoPro oder eigentlich mit jeder üblichen Webcam, die man installiert hat. Also es braucht keine besondere Kamera. Funktioniert jede Webcam auch. Wir können natürlich dann variieren, mit wie viel Frames per Second man da auswertet, aber es ist gedacht, in die breite Anwendung zu gehen, deswegen gibt es keine besonderen Anforderungen an die Kameras. Perfekt. Die nächste Frage. Haben Sie bereits im Ausland gearbeitet, wo möglicherweise die Datenschutzrichtlinie anders ist, also auch im EU-Ausland? Ja, wir machen wöchentlich Studien in Japan für für eine große Fast-Food-Kette, also jede Woche in Japan. Und man muss sich da natürlich anpassen. Wir haben jetzt nicht alle Juristen im Haus für alle Länder, sondern Europa und so weiter können wir schon gut aus. In Japan haben wir dann eben von dem Kunden natürlich Unterstützung. Aber
Da sind wir wieder Datenschutz als Feature. Also wenn es hier funktioniert, funktioniert es in den meisten anderen Ländern auch so, wie wir es machen. Okay. Und noch eine letzte Frage bislang. Was würdest du sagen, ist die größte Schwäche von Vision AI aktuell? Also das Setup ist natürlich, man hat die Daten nicht immer zur Verfügung, muss man ganz ehrlich sagen. Und so ein Setup muss man dann kreieren. Das ist eigentlich immer ein Thema, wie kommt man an die Daten? Und dann hat man immer das Thema Vision AI. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man auch sehr schnell anfangen, gerade in der Marktforschung, weil es jetzt da jetzt nicht Problem ist, die Zustimmung der Probanden zu bekommen. Wenn man sie eben fragt, darf man es ja auch analysieren. Und was ich sehr gut, als sehr gut herausgestellt ist, dass man wirklich so an Kombinationen denkt, wie beispielsweise Fragebogen und Vision AI. Weil ich glaube, mit Vision AI eben auch, wie ja vorhin schon angesprochen, ist nicht alles lösen. Wenn die Frage auftaucht, wie ist der Market Fit, kriege ich das nicht über Gesichter heraus. Oder wenn ich jemand beim Pokerspielen filme und der halt sein Gesicht nicht verzieht, wenn er ein gutes Blatt hat, dann werde ich es auch nicht über Vision AI erkennen, weil es kein Lügendetektor ist, sondern halt die intuitiven Emotionen einfängt. Aber eben ein Bereich, der bisher ziemlich vernachlässigt oder brach lag, insofern einfach super Zusatzinput gibt. Und noch eine allerletzte Frage. Was würdest du sagen, ist gerade der relevanteste Use Case von euch in der Marktforschung? Also in der Marktforschung definitiv das Thema Online-Studien, weil das einfach so häufig ist. Für uns in Zukunft aber durchaus aus das Thema Analytics, also Retail Analytics, S-Bahn Analytics, whatever, weil das natürlich anders skalierbar sind, wir sind ansonsten immer an die Anzahl der durchgeführten Marktforschungsstudien, davon sind wir abhängig. Im Bereich Retail Analytics sind wir nur von der Anzahl an Kameras abhängig und die geht mittlerweile weltweit an die Milliarden. Und welche Online-Studien konkret denkst du da an Produkttests, an Werbepretests oder worum geht es da? Eigentlich an die, die es auch schon gibt, weil wir jetzt hier nicht eine neue Kategorie aufmachen wollen, sondern uns eigentlich eingebettet sehen in die Studien, die es jetzt schon gibt. Und das sind die Klassiker. Übrigens auch qualitativ möglich, wenn man denkt, wir hatten letztens erst so eine Art Unboxing-Projekt, wo es darum geht, wenn man ein Produkt auspackt, wie sind denn da die Emotionen? Und wenn man da einige hundert Interviews hat, kann man halt die Emotionen hier auch automatisiert auswerten. Also geht sowohl quantitativ als auch für qualitative Themen. Okay, ich danke dir für diese Einblicke in eure Technologie, in deine Gedanken, wie es wohl gerade weitergeht, wie es um die KI in der Marktforschung steht und dafür, dass du uns den Kopf aufgemacht hast, was alles geht. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wenn noch Fragen bestehen, dann stellen wir auch gerne den Kontakt her. Insofern meldet euch gerne, wenn ihr Fragen an Michi habt. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und vielen Dank, Michi, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war großartig. Danke. Dankeschön.